Radio 100,7. Genau 5 Minuten ab 2, du machst guten Mittag und willkommen für diesen Webinar hier im Radio 100,7. Und zusammen habe ich mit dem Skript und mit dem IFEN heute mit dem Sujet Kultur an der Schule und Kunst für sich. Kultur, in diesem Fall als Überbegriff für Kreativschaffensbereiche wie Musik, Tanz, Theater, Zeichnen, Literatur und auch natürlich viele andere Kunstformen, soll an der Schule keiner vermittelt gehen. Sie sollen dadurch auch gereicht gehen, für sich für Kultur zu interessieren. Aber fällt an der Leistungsgesellschaft DAX Kultur zugunsten von anderen sozusagen wichtigen Aufgaben weg. Was ist eigentlich den Stellenwert von der Kultur an unserer Schule? Steht genug kreativ schaffen um Stundenplan oder muss die Kultur vielleicht mehr fächerübergreifend an den Lehrplan auflösen lassen? Kultur ist ein Wort, nach dem man vieles kann verstehen und noch interpretieren. Wir haben dafür automatisch vier Invitäten live am Studio, mit denen wir über Kultur schwätzen. Wir werden uns auch freuen, was an ihren spezifischen Bereichen Kultur bedeutet. Wir stellen sie für dich vor. Rätsel von mir, also dann Manon Aicha, guten Mittag. Guten Mittag. Die sind vom Kannermusee Plum. Ja, genau. Also es sind Manon Aicha vom Kannermusee Plum, den zu Wolz aus. Gut, dann haben wir vis-à-vis noch den Irpelding. Der ist zuständig für den Zugang zur Kulturmediation scolaire, das am Kulturminister. Genau, ich bin noch den Irpelding Kulturminister und ich bin am Funk allgemein zuständig für alles, was Publikumsarbeit an den Aktionkultur aus, unter anderem an der Schule. Da gehen wir rüber bei den Bob Minat. Guten Mittag. Ja, mein Name ist Bob Minat. Ich bin musikpädagogisch und Musik auf Lehramt studiert und eine Zeit als Enseignant geschafft. Also ich bin ganz im Skript für das Projekt Mimamu. Und vis-à-vis von ihr ist Nathalie Moyen. Ja, ich bin Nathalie Moyen. Ich bin Regisseurin, Coach, Pädagogin und Choreografin und arbeite eine Woche seit September 3D für das Skript. An dir, da draußen, wo wir uns ein bisschen in Heubannen vorgestellt haben, könnt natürlich auch Urschungen erfreuen, rausschicken. Das geht per WhatsApp auf der Nummer 621-44-0044. Die könnt auch ganz einfach ein E-Mail schicken auf froh@webinar.lu. So, lo mengen ich, wäre es wichtig, mal erst zu situieren an ihren verschiedenen Schaffensbereichen. Tut alle gut, ob er mal näher mit Juncker an Kultur zu tun. Erklärt uns mal da rein, noch wegen ich. Ich fange mit der Mann an euch an. Ja, also am Kannermusee, du geht es Kannerpartizipation hauptsächlich. Also ich bin aber auch du viel drin seit 2017 mit Jugendlichen, Kanner eben. Kannerpartizipation, Jurenpartizipation gemacht, sowohl am Jurenbüro Eislik wie am Kannerbüro Wolz. Und das ist, was bei uns Kultur zusammenkommt, eben mit der Partizipation, also eben, weil Kanner viele Ausdrucksformen haben. Und du hast eben Kunst und allmählich Kulturform ideal, für das sie können zum Ausdruck kommen und du mal da auch partizipieren. Und dafür ist es doch wichtig, dass der Kulturminister zum Beispiel den Zugang zur Kultur erleichtert, da das dann noch ein bisschen ertascht, ne, den Irpelding. Ja, die ist relativ groß. also ich schaffe am Funglo nicht wie so direkt mit den Jungen zusammen. Was mir ganz ein bisschen fehlt, ich habe aber viel drunter länger Zeit am Mutterum geschafft, wo ich den Publikumsarbeit gelegt habe. Und das war an da habe ich dann effektiv halt was auf dem Terrain erwähnt. Und ich bin seit 2019 sind ich dann am Kulturminister und ich mein Arbeit hat sich ein bisschen schön verändert. Ich probiere am Funglo echt den Kulturhäuser für alle sie zu begleiten und zu gucken, wie wir hier können helfen, für effektiv ihre Weg bei dem Publikum besser zu finden, respektive umgedrehte Publikum besser und Kulturhäuser zu kriegen. Die verschiedenen Akteure eben zusammenzubringen. Also aus dem Kulturminister gehen wir dann rüber an den Skript bei den Bob Minnert. Was möchte Mimamu? Mimamu ist am Anfang eine Aufkürzung für «Mir machen Musik». Wir schaffen noch zusammen mit einer anderen Aufkürzung, das ist «Mach kein Drama», die steht für «Mach kein Drama», weil sie machen kein Drama, sie machen von Theaterpädagogik auf eine ganz vielseitige Manier. Wir machen Musikpädagogik, beziehungsweise als Aufgabe am Anfang ganz vielschichtig. Die Idee ist, dass wir am Anfang eine große Datenbank aufgebaut haben und immer weiterhin aufbauen, mit Materialien, die die Enseignanten an der Schule benutzen.
Also wir momentan rund 4.000 Assignier und Non-Assignier aus dem Fundamental, die bei uns eben do die Datenbank können benutzen an ihre Musikskur mal bereichern am besten Fall. Und voilà, der Tisch, da das den einen Volley, den anderen Volley ist dann natürlich auch, dass wir auf dem Terrain gehen, dass wir Klassen unterstützen bei ihren Projekten, musikalischen Projekten, dass wir auch Atelier anbieten, beispielsweise da demnächst auf der Schulfach auch präsent sind. Weil er das ein bisschen als Aufgabe einerseits, aber dann auch nach Formationen, die wir halten, was dann auch manche die Fehler hört, dass man den FE-Multiplikator holen und das, was wir am Anfang zur Verfügung stellen, als Approche für Musik praktisch zu errichten, für zu gehen, für das dann sein und dann das selber können, für zu machen. Du hast also von Musikpädagogik geschwärtet, doch Tanzpädagogik und dafür drehe ich mich bei Nathalie Moyen. Die geht auch an Schulen, also diese Tanzpädagogin, Pädagogin, was macht ihr, wenn ihr an Schule geht? Ja, also ich habe schon immens viele Chancen gehabt, weil ich konnte an ganz viele Schulen gehen. Ich konnte auch an Kadre gehen, wie ich schon 15 Jahre in einem Konservatoire geschafft habe, schon 15 Jahre in einem Lycée geschafft. Ich habe auch ganz viele partizipative Projekte gemacht für Theatern. Ich habe auch Freizeit noch mitschen für die Kapelle schaffen, also wirklich viel bis. Und auch für das Skript ging auch mehr an die Fundamental an. Das ist immens flott, erstens zu sehen, wie alle Schule einfach seine Identität tut und seine Stärken. Aber auch teilweise gesagt, ihnen dann immer mehr, wo die Lacunen teilweise sind, weil ich eben kann wirklich auf viele Plätze gucken gehen an die Experienzen mitholen, für dann natürlich auch, das ist mir schon froh, wie meine Pädagogik weitergeht. Und noch, was die Kanner mittlerweile brauchen im Terrain. Und, ja, voilà. Mhm. Was sie dann do mit Westruhen, das hören wir dann natürlich auch am Laufe von dieser anderthalber Stunde, wo wir über die Kultur an der Schule diskutieren. Jeder von euch, also die Feier, die hier bei uns sind, tut alle gut nach einem eigenen Grund, wieso da den beruflichen Weg gewählt wird für Kultur an Kunstformen können zu vermitteln. Bob Minna, die sind zum Beispiel Mats responsabel dafür, dass de Lisse zu Dickrisch eine Sektion F-Kritur. Wie hast du dazu gekommen? Ja, das ist nicht ganz falsch. Also wir waren so eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern auf Katrin, die unbedingt auf die Sektion F wollte gehen, zu Dickrisch gehen, aber nach keinem gehen. Aber auch muss ich dabei so viel drüber pummeln, den Urlaub von Leuten, die das wollten machen, oder als Direktor, die mal zwar ganz interessiert daran und wollte das doch gerne haben. Aber das ist eben nicht immer so evident. Wir brauchen dann genug Schülerinnen und Schüler, die das wollen machen. Und ein bisschen administrativ die machen, die müssen geholt gehen. Und ja, wir müssen aber auch nicht gehen, bis wir dann effektiv den Go-Crew, noch für das Ministerium, das dann zu Dickrisch geht, eine Sektion F gegründet gehen. Damals waren wir zu 6, meine ich, die Premiere gemacht haben. Und das ist mir wirklich so ein kleines Häufchen, den du am Anfang etwas abgebaut hast oder mit abgebaut hast. Und das war mal die erste gute Erfahrung, was ich gesehen habe, dass ich kann etwas bewirken kann, auch in der Schullandschaft, auch als Schüler. Dass ich, wenn ich zu genug Hause für etwas antritt, dass das dann effektiv auch kann kommen kann. Und das, was du zu dir geschieht, ist, dass das sich enorm entwickelt hat. Ich gehe heute nach Dünner gucken, sind hier Konzerne. Und hier Manifestationen, wo dann noch die Sektion F sich präsentiert. Es ist etwas riesengroßes abgebaut gehen. Mittlerweile sind das viel mehr Großklassen, wie wir damals zu Purgist waren. Und ja, die Enseignanten, die da auch dann beikommen sind, die machen einen fantastischen Job, aber bauen da wirklich etwas Großes ab, was ihnen dann ein bisschen hilfreich ist, dann schön ist zu sehen. Und vielleicht doch, für dann über Frau zurückzukommen, ihn dann inspiriert, für zu sagen, du kannst flotte Sachen machen mit Kanner, mit Jungen an der Schule, und gerade im Kulturbereich etwas abbauen. Und vielleicht hat das mich auch ein bisschen inspiriert, für dann am Anfang sogar dieselbe Weh anzuschlagen wie mein Musikprof, die ich dann da hatte. Und auch auf Weimar dann auch Schulmusik studieren zu gehen, was vielleicht eine gewisse Inspirationsquelle war und was auch, wenn ich gucke, was wir alle gut damit gemacht haben, vielleicht auch eine gute Weh war und eine Piste war, die als viel Dieren gemacht hat. Also wir haben, ich weiß, da so ein Kollege, den wir mit Premier gemacht haben, den Tontechniker in einem Theater, ein anderer ist im Bereich Marketing, Kommunikation von Musiker, ein anderer sitzt bei ihr im Haus als Klassikredakteur und ein anderer sitzt hier im Mikro beispielsweise als Musikpädagoge. Also das ist schon ein Sektion gewesen, die ist viel Dieren abgemacht und gehen von vielleicht Kritiker, die das ein bisschen mehr skeptisch gesehen haben. Das ist ganz interessant zu hören, dass in einem Besuch heraus eben genug Kraft kriegt,
an Energie für eben ein Projekt weiterzutreiben. Bravo dafür. Ich habe so auch so ein bisschen gegangen, Nathalie Moyen. Die hat als Kant eigentlich wenig geschwärzt. Die hat Schwierigkeiten, ihr Schwerbel auszudrücken und so hat dann eine andere Expressionsform gesicht erfunden. Genau, schon lange gebracht, um zu verstehen, was da am Anfang gegangen ist. Als Kant, das ist so, wie wenn ich ganz vieles gespürt habe und ich konnte es nicht auch wieder ausdrücken. Und der Fakt, dass ich nur Tanz gewählt habe und mich konnte da ausdrücken und dass da keine Limitation war mit wieder und dass ich da konnte viel mehr an Dave auch Emotionen ausdrücken, die Imagination ausdrücken. Das war für mich dann wirklich ein Weg, der mir geholfen hat, los zur Sprache zu kommen. Sonst gebe ich nicht nach Hause sitzen. Und hallo, wir da benutzen viel statt zu erklären. ja, also den Tanz wird schon etwas ganz Hedliches, weil ihn einfach an sich antaucht, an alles, das war dann der Imagination, an die Gedanken, Ängsten, Emotionen. Alles, was ihn am Alltag so verschafft, kann ihn dann irgendwie an den Körper exprimieren. Und ich meine, dass ich auch gewusst habe, dass am Anfang Körperspruch immens viel Impact hat. Das muss nicht unbedingt als wir, die immer so, aber der Mensch verhält am Anfang oft Körperspruch, was er sieht. Und ja, und wie hast du mich auch gesagt. Wie hast du denn die Klick bei euch gekommen? Wie hast du geschieht? Ja, ganz komisch. Auch, ich wusste schon seit dem 6. Schuljahr, dass ich Tanz studieren gehen. Da sind aber natürlich so ein paar Stängel an den Weg gelöscht, wie das eben so ist. Weil Tanz, viele Leute sehen den Tanz natürlich noch immer nicht als Beruf oder so. Das bisschen hin und her gehopst und so weiter. Dann hatte ich aber irgendwie einen Drang, ich muss das einfach studieren gehen. Es war wirklich nicht so einfach, weil einerseits kommt ich dann von Adulten gesagt, mein Nähnerzeit muss ich einen Job haben, den da ein bisschen mehr Zukunft hat. Da geht vielleicht ein bisschen mehr an die Kunstrichtung. Wollte ich effektiv auch Kunst studieren gehen. Hatte ich mich effektiv auf Aix-en-Provence angemeldet, für Kunst studieren zu gehen. Und dann sind ich auf Lore gegangen mit den Kollegen, auf der Premiere. Und ich hatte da noch da sitzen. Ich dachte, okay, da muss ich aber irgendwas nachholen. Und effektiv habe ich von Lore einen Zug gebucht. Es war kein Platz mehr in der 2. Klasse. Da sind schon in der 1. Klasse gegangen, habe den Zug geholt mit dem Rucksack. Irgendwann in der Jugendherber und sind effektiv hier dann zu gehen. Und ich bin von ganz gut geholt, bin schon sogar ein Jahr übersprungen. Sie waren begeistert. Aber es war noch ein anderes Problem. Ich hatte nur Examen am Englischen. Ich konnte nicht direkt aufhängen, ich musste nicht nur Examen machen. Und die andere Problematik war, ich war an den CDS froh für suchen, für können überhaupt das studieren zu gehen, weil die Studien sind einfach nicht so billig. Und du hast gesagt, wir sponsoren keine Hopserei. Und da geht den heim und da kreist den und da sehe den, wie geht es um meine Zukunft weiter? Ich will da aber studieren gehen. Bon, du hattest den Courage geholt, um nach einem zurückzugehen. Und du warst ein ganz lief Madame. Eine Person, die mir gesagt hat, okay, ich gehe mal gucken. Und du hast ein Buch gefunden, wo da drauf stumm, dass ihn das kann unterstützen. Und du sind schon noch mal Palier studieren gegangen, den Tanz. Hopsen. Hopsen, ja. Tanz, wohl verstanden, ja. Manu Aisha, dir seid schon relativ lang engagiert, für eben Jungen eine Stimme zu geben oder für sie zu encouragieren, selber sich auszudrücken, ihre Meinung zu bilden und denen natürlich auch nur draußen zu drohen. Ich erinnere mich, die sind Direktrice vom Cannabis-Musee Plum, wo Matschbruch herrscht, wo Cannabis zu 12 Jahren habt. Ulla, ist das, was motiviert ihr, das zu machen, Cannabis Jungen eine Stimme zu geben? Also, was mich motiviert, dann noch die ganze Equipe vom Cannabis-Musee, als wirklich, dass in Cannabis eben an die Cannabis-Kultur ein mehr großes Platz kriegt an dieser Gesellschaft, dass erkannt geht und dass in Cannabis auch erkannt gehen als eben Mitbürger von dieser Gesellschaft und dass sie klar Kontributionen können beisteuern. Weil da ist natürlich auch immer viel, also um Herz leid, dass die Perspektive wechselt, natürlich. Wir können erwissen, kann er sich ernst das begegnen, ob er ein Hecht begegnen, aber wirklich mal in einen Dialog treten, was eben auch eh von diesen Werten vom Cannabis-Musee ist, ist wirklich Fantasie, Humor an Dialog. Weil, also der Cannabis-Musee hat da eben wirklich am Programm ganz integriert, dass man eben
es passt schaffe, wo kann er eben aber wo es noch ein Experte können ernst das begegnen, an eben wo hier Ideen dann auch du zum Vierschein kommen, an eben Platz kriegen. Und du mal da können kann er dann auch zu kleinen Künstler bei uns gehen, an eben noch hier Kontributionen, hier macht du lassen, an dem sie als Ausstellungen matt gestalten, sich mit den Sujet befassen, die mir du präsentieren, an du mal da also das Ganze, das wirklich auch aus der Motivation rauskommt, eben mehr Platz an zu machen für keine Rechte. Und zum Beispiel eben das Recht, dass sie partizipieren können und dass sie dann da auch Aktien müssen kriegen, für können zu partizipieren. Und das ist eben nicht so einfach gemacht. Du brauchst eben auch Wissen, die auch Kader schaffen, einen Spruch entwickeln, für dass sie da können sich ausdrücken. Das heißt, kann er, also das am besten, wenn er ihnen konkret beibringt, wie er dann noch sein Recht auf Partizipation richtig gebraucht. Das ist das auch ein wichtiges Sujet bei euch. Das nicht nur kann er, eben heute das beizubringen. Ich meine, dass nämlich sie haben Ideen, also sie wissen, wie sie Schmatt teilen, dass sie eben hauptsächlich auch eins bei den Nervösen zu gucken, wie können wir richtig froh stellen, dass sie eben altersgerecht angepasst sind, an eben kaderlose für Gespräche, an einen Dialog. Und dann eben, aber auch eben, wie kann ich, ob ein Kanner gerecht oder weise Informationen, die kann er mitteilen, dass sie das verstehen. Was sind das Grundwissen, was ich heute brauche, für keine Matze schwätzen? Heinz, du gehst das einfach vergessen, dann so mal schnell kann er 100 Jahre nicht verstehen oder sie können das noch nicht, sie können sich dazu noch nicht ausdrücken. Mir ganz oft, dass einfach, wenn wir auch Sachen durchstellen, dass sie es besser verstehen. Und du mal, dass dann das Recht von der Kanner-Partizipation, für das dann einen Ausspruch zu holen, geht das mir einfach. Mit da habe ich das Mensch mehr bei den Erwachsenen wie bei den Kanner. Ja, das haben wir ja gemerkt, um ein Beispiel von Bob Minnert, wie sie sich da zusammengetan und an ihrer Schule, da hatten sie aber schon ein bisschen von Partizipation und sich, wie sie sich da zusammengetan und Nadine Ippelding, die hat Kunst studiert, die wurde lange Jahre am Mudam aktiv, die sind nur am Kulturminister. Mit welcher Idee sind die Kunst studieren gegangen? Was hat du ihren Besuch? Was hat dir Gesicht? Ich meine, die allerletzte Idee, die ich hatte, war für an ein Minister zu landen. ich meine, es gibt viele Leute an der Kultur. Also. Aber am Funk sind es Kultur, also ich sehe Kunst studieren gegangen für T2X. weil ich das effektiv, das hatte ich auch schon ganz lange irgendwie im Kopf, dass ich sofort mit Kunst mache. Und das war etwas, was mich von kleinem am Anfang begleitet hat, wo ich schon natürlich auch selber gerne gemalt habe. Aber das war irgendwie etwas, was ich immens interessant fand, was mich immer interessiert hat. Und ich muss so, wie so viele Sachen am Leben, manchmal kann ich mit meiner Mama hier, also die Schuld am Anfang, ein bisschen darauf, weil meine Mama war Kunst begeistert, oder auch noch immer Kunst begeistert, aber sie war das eben, auch wie ich klein war, sie hat doch selber gemalt, wir sind viele Ausstellungen gucken gegangen, und sind mit Kunstbücher daheim. Die sind doch an der Größe gehen. Die sind doch an der Größe gehen, und das hat mich irgendwie auf TV gebracht, und das hat auch natürlich mal zu sprechen, dass ich auch nicht von daheim aufgehalten habe, auf das zu studieren. Und ich war mal gut nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte gut keine Idee, was ich da mal machen, aber ich wusste, dass ich unbedingt etwas wollte, also das war das, was mich passioniert hat. Schon die anderen Sachen noch Geschichte interessant für mich, schon eigentlich interessant für mich. Das tat aber nicht dasselbe. Da hatte ich keine Passion dafür. Und sodass ich am Anfang das wirklich als Passion Kunst studieren. Aber ich meine, wie die meisten Leute, die an den Kulturbereich gehen, das eben als Passion, weil das möchte ich nicht als Karriere schauen. Also das ist nicht die Evidenz. Nee. So mal so. Und schlussendlich hatte ich eben eine Chance, dass ich, und natürlich auch nicht direkt, aber ich bin dann irgendwann effektiv, konnte ich dann auch an dem Bereich schaffen. Ich muss aber so, dass man auch während dem Studium aber bewusst gehen, so gerne ich auch wirklich die Praxis hatte, dass ich aber kein Künstler wollte gehen, dass ich nicht die Besuchung hatte zu kreieren. Ich hatte besonders bei der Kunst zu sehen. Und das kritische Nähsitzen, das Observation, das tut man mehr am Funk gelehnt, wie schlussendlich die Kreation selber. Und dann habe ich dann irgendwann so diese Idee, dass am Funk, also dass am Funk,
dass es genug Schlechtkünstler gibt, dass ich nicht nach Brechstein zu gehen. Aber das am Anfang bin ich interessant, weil ich mich auf die konzentrieren, die das wirklich gut machen. Und schlussendlich, ich war ein bisschen irgendwie, natürlich auch sinnig, dann hatte ich die größte Chance können, bei Mudam dabei zu sein, wie den abgemacht wird. Und am Nachhinein, als man das eigentlich den ganzen Parcours reicht, wo ich dann eben viele Schulklassen hatte, viele Kanner hatte, auch viele Leute, die mich spät Kunst für sich entdeckt haben, wie am Anfang unfair es ist, dass ich hatte eigentlich schon eine immense Chance gesehen, dass ich von daheim aus durchgeführt habe. Und dafür sind ich heute umso mehr fand ich, dass dann natürlich auch die Schule effektiv wichtig ist, dem Moment, weil das einfach der gemeinsame Nenner ist. Und dass ich es eigentlich immens unfair fand, dass die Engkanne und Kultur, das muss so kein plastisch, kein visuelle Kunst sein, egal was für eine Form von Kunst, sondern am Anfang alles können erleben und können entdecken, ob das eine Passion ist für ihn oder nicht. Also, dann das auch nicht. Die Idee, dass man nicht so Kunst studieren kann, aber dass man einfach das für sich entdeckt, als auch einfach ein Interesse, wo man etwas kann ausleben kann. Und ich muss unbedingt, also kann ich noch Mathematik studieren und sich einfach für die Kunst interessieren. Aber ich muss aber wissen, dass es das geht und muss ich aber das können für sich entdecken. Mhm. Und dafür ist das völlig mein Parcours eben so ein bisschen schon eben so in Evidenten, als dass man von daheim aus drüber gefeiert geht, dass man da noch dran könnte. An mein ganz Abend am Funk, wo ich mein Publikum geschafft habe, wo man wirklich immens bewusst ist, dass es wichtig ist, dass man all dieselbe Ausgangsbasis haben am Funk oder müsste kriegen. Nicht nur an der Kunst, ja mehr, aber auch da. Und dafür öffnet der Belo am Kulturminister, dafür, dass eben den Zugang zur Kultur aus verschiedenen Richtungen, ob die da ja auch für drunter hergegangen sind, auch passiert. Wann in Lo den Plan d'Etude guckt an der Grundschule, an auch an den Lyceesklassen, da ja Kreatoren und so, da finden die maximal 3 Stunden die Woche, die exklusiv der Kunst dediert sind. Wobei man konkret von Education Artistique an Enseignement Musical an der Grundschule, an den nämlichen 2 Sparten am Lycée schwätzen. Wenn man erst noch freuen, halb anderen, ob das durchgeht, ich meine, sprach könnte, ob das Antwort zu werden, da das wahrscheinlich ein Kloren nähen, aber hat er eventuell eine Erklärung dafür, wieso Kunst haut immer noch aber zu knapp könnt par rapport zu anderen Fächern wie Sprachen, Mathe und so weiter. Für was ist das so? Wie wir aufhängen? Nadine, ihr könnt denken. Also ich weiß mir gar nicht, ob 3 Stunden so wenig. Also das ist ein bisschen effektiv, dass die Education Artistik, respektive die Education Musical, die wir in der Schweiz sind, was mich mehr darunter steht, dass das am Anfang immens limitiert ist, ob die 2 Sparten und das effektiv, also dann ist es zum Beispiel etwas, was für mich immens gefördert ging an der Schule, weil das tut auch ganz viel, weiß ich dann, wie das wirklich wichtig ist. Also in der anderen. Ich sehe mir nicht sicher, ob ich mich mehr spezifisch Stunden dafür schaffen, aber das war ja viel drunter schon gesagt, das Fächer übergreifend. Am Funk Kultur, also etwas, was sich erlebt mit den Mäuern, die sie sowieso lehrt. Und ich fand, dass sie am Funk relativ wenig beibrücht allgemein Kultur zu erleben. Es kriegt den Beibrüsch zu malen, es kriegt den Beibrüsch Musik zu machen, respektive Musik zu machen. Aber es kriegt den am Anfang relativ wenig Beibrüsch, wie mit den Kompetenzen, die sich unegend Kultur erlebt, wie ihn sich kritisch mit Sachen auseinandersetzt, wie ihn das formuliert. Aber das sind alles Sachen, die ihn aber lehrt. Und schon mit dem Anfang am Anfang wie noch anders, also wenn ich etwas gucke, was mir nicht gefällt, wenn ich fragen viel könnte, ob ich froh ist in der Kultur oder nicht. Und ich komme da raus und schon, das war egal was. Muss ich aber können suchen, was war dann denn egal was? Das ist okay, wenn ich das egal was finde. Wir müssen aber können irgendwie auch formulieren. Und ich meine, das sind die Sachen, wo man von Kultur, selbst wie Sozialkompetenz, das sind schon ganz reine Sachen, am Anfang, wir kriegen, wir gehen einfach in der Schule equipiert. Und das ist nicht nur für nur ein CV zu schreiben, an den anzuschicken und sich irgendwo zu präsentieren. Den ist auch geduscht für ein Leben, man eine ganze Reihe Sachen eins zu gehen und eine andere mal rumzufahren an den Sachen, die auch gut für uns sind. Und Kultur ist eben effektiv eine von den Sachen, die eigentlich gut für uns sind. Das heißt, Kultur kann am Anfang eine Sozialkompetenz Sinn anbedeuten.
Absolut. Ja, aber im Fall fördern, ne? Ich meine, das ist nur gewesen, dass kreativ Fächer und Disziplinen da eben justement fördern. Und ich meine, wir kommen dann nur noch ein bisschen auf andere Vierdeler von diesen Fächer zu schwätzen. Ich sehe nicht selbst wie dir. Ich denke nicht, dass es wirklich viel bringt, wenn wir als Schulfächer gehen, den abweihen oder als Konkurrenten gesehen. Wir müssen jetzt wirklich frohe Wert wollen, wenn wir den jungen Leuten mal auf den Weg gehen, was sollen sie können, was sollen sie für Fähigkeiten am Leben haben, nur haben, für ihre Lebensentwurf zu machen, für voilà, in vielerlei Hinsicht einen guten Dienst zu geben auf der Welt. Und du kannst eben Kultur oder Ostkultur eben oder kulturell lehrt Fächer, kreativ Fächer sind eben du effektive Schlüssel zum Erfolg. Und du siehst schon recht da in Bild an der Transversalität, dass man den Kultur eben da ganz viele Fächer mal drauf bringen. Und wir sehen das eben effektiv, worum es geht, dass man viel für andere Disziplinen dann gefragt gehen zu helfen für Französischbuch oder Mathis-Programm. Für du dann Lieder oder musikalische Aktivitäten zu entwickeln, für justement dann Inhalte mehr einfach zu lehren, besser zu verhalten, sich besser räumlich vorstellen zu können, anzuführen und so weiter. Das ist, du hast Musik eben ein ganz großer Schlüssel zum Erfolg. Da sehen wir aber auch ganz viele Enseignants, die ganz viel ganz motiviert sind für eben just Musik, bei uns eben immer Musik, wir haben dann noch beispielsweise mache ich gerade ein Theaterprojekt oder lo, seitdem wir Nathalie dabei haben, noch Tanzaktivitäten oder Sachen mit Bewegung. Gesehen eben, dass du viele Enseignants noch bereit sind, Stunden dafür frei zu machen, beziehungsweise sich effektiv dann zu organisieren, dass sie eben so Projekte können mitmachen. Also du hast auch den Willen, also auch effektiv bei vielen da. Habe ich gesehen, das geht nicht selbst, dass er nicht unbedingt muss, stur die Stunde am Stundenplan sehen mehr, dass er das effektiv kann mit ganz vielen anderen Fächern verbannen. Und voilà, wenn du willst, du sie noch immer weh, du effektiv für Kultur mehr an die Schule zu bringen, ohne dass er unbedingt muss mehr Stunden sein. Mhm. Das kann ich noch fordern, über den Weg von der Sprache. Also Kultur kann einem, das kann einen Akzent zur Kultur kriegen, an einem Spruch zum Beispiel. Und so ist es dann noch, dass am Fundamental, aber am Sekundär, gehen viele Stunden für Sprachen zu lernen. Dafür proposieren ich, dass wir noch kurz Station machen am Literaturlycée bei Daniel Wies. Sie enseigniert du Deutsch und mir haben ja eine Frage gestellt, gehört Spruch dann oder gehören Sprachen zur Kultur? Also Sprache lehren an einem konkreten Kontext als etwas immens fruktuöses, weil das da, wo man ein Interesse hat, was etwas mit der eigenen Lebenssituation zu tun hat. Und du hast natürlich eine viel mehr große Motivation da, wenn man etwas Konkretes an der Hand hat, wie wenn man einfach Verbentabellen auswendig lehrt. Also die Schüler, denen möchte lehren, dann sicherlich mehr Spaß und sie können dadurch auch ganz aktiv in ihrer Lebenswelt teilhören, wenn sie die Sprache noch besser beherrschen und auch ein bisschen einen kulturellen Background haben. Also für mich gehört Spruch zur Kultur dabei. Das ist ein Teil von der Kultur, so wie die Literatur selber auch. Ich meine, da braucht man nicht mehr drüber anzugehen. Und das sind meist alle gut nehmt, oder? Also generell gesehen, bieten Sprache und Literatur sich dem noch ganz gut an, für Kultur zu vermitteln. Auch an den Lützburger Stunden geht das ganz gut. Das sieht also Christian Wies noch einmal. Da geht es also auf der Katrin Klassik eine ganze Plan, eine Wochenstunde, auch am Generaldeelweis an vielen Jahren, wo sie einen Einblick kriegen über die Lützburger Gesellschaft, über die Geschichte, über die Kultur. Und das Ganze geht natürlich auch über die Literatur, dass sie einen Zugang zum Spruch kriegen und auch zur korrekten Orthographie. Und wenn ihr guckt, gerade ob der Katrin Klassik ist, zum Beispiel der Koeffizient 2 drauf. Und da wird Präparation, auch da steht Lützburg im Programm. Da geht vor allem um die Schwärzen und um die Tieren, dass sie sich können integrieren. Und dann haben wir noch die Akkuis-Klassen und Insertionsklassen, wo 4 Stunden carrément um Lehrplan stehen, für das Schüler sich auch tatsächlich dann können integrieren an die Gesellschaft, an das Spruch lehren, aber da geht doch schüst um die Hirn und um die Schwätzen. Also Material selber findet ihr am Programm, am eurem Programm, wo die Enseignanten am Sekundär können gucken, das heißt, sie können sich da inspirieren, das gibt natürlich auch den literarischen Welten, von Lützburg Ausgabe von Lützburg Texter. Sie können sich aber auch Sachen aussichern, wie sie wollen. Wir haben bei den AKS-Klassen haben wir ein ganz flottes Projekt hier im Skript, wo Enseignants, die für Französisch eigentlich unterwegs sind, die Schüler die Lützburg Kultur mit bringen, zwar auf Französisch, aber sie lernen dann da, was ein Traulicht ist oder was die Schoberfauer ist, für einfach ihnen doch die Integration zu erleichtern. Also Spruch aus dem optimalen Toolkit für eben zu schwätzen, zu schmatzen zu teilen. Am Anfang ist das Basis von ihrer Arbeit, Madame Eicher.
Ja, also Sprache ist enorm wichtig an der Partizipation, aber auch nicht just. Mir just für ein bisschen vom Musee auch dort zu erzählen, wo dort Sprache seinen Platz hat. Also am Musee haben wir zwei Expoen, eng permanent, das ist also Baum von der Geschichten, das am Num. Da geht es um Geschichten, es geht um Sprache, es geht wirklich um die verbalen Ausdruck. Wir schwatzen auch am Musee eben ganz klein kann er und das ist der Astspruch nach nicht immer du. Das ist bei uns ist eben wichtig, dass der kann am Musee accessibel für alle Kant ist. Das ist egal, von wo du kennst, wie als der Bass. Du sollst du können den Platz und dann du mal da sind wir am Anfang auch auf viel nonverbal wir gang wir können den Ausdruck bei der Kanner zu fördern und du gehören eben ganz viel Kunst Möglichkeiten und Formen dazu, wie wir auch schon hier gesehen haben, mit Tanz, mit Musik, mit Bewegung. Und diese bei uns dann eben auch da vertreten. Mehr natürlich über Spruch und den Ausdruck von deiner Idee, das eben auch, du hast Spruch natürlich ganz, ganz wichtig. Was ich auch hier interessant fand, als Thema Motivation, die auch geschwärt gut, wenn es über deine eigene Lebenswelt etwas Ziel, sondern ich meine, das ist auch wichtig an der Partizipation. Ich meine, Motivation, wie kriegen wir als Kanner motiviert, auch für was für Matze machen. Du, also die wichtig, dass es gebunden ist und hier Lebenswelt, daneben, dass sie dort Gefühl haben, dass sie etwas bewirken können oder sich eben darüber können ausdrücken oder etwas auch verändern. Ja, da kann ich so ein bildend Kunst, also eigentlich auch ein universeller Spruch, nur gucken, schneiden, ob man den Jeppel denkt, dass das dann ein bisschen mehr eher ressort. Kunst vermittelt ja immer, ob irgendeine Form, ein Message. An das so viel dann mit der Kunst erbringen könnt, an wen auch, oder was denn als Auffassung hat, davon. Vielleicht muss ich sie erklärt kriegen, vielleicht tue ich ein Hemmschwell auch. Die fängt da wahrscheinlich klang an, die du erzählt. Da haben wir alles oder vieles mit Kunst in Verbindung. Das ist nicht der Fall bei jeder Engem. Ja, wie profitiert denn am besten von der Form als Universalspruch? Ja, das am Funk, das schmengend brauchen aber auch andere Formen über Grad. Das könnte ein bisschen schon drauf unwirren und zu welchem Zeitpunkt, wo er aufgefordert wird. Aber es ist richtig, dass von ihm effektiv ein bisschen mehr groß ist, dass er dann einen anderen Rapport dazu hat, von ihm nicht als, von ihm nicht von so einem Fleischbeflug, einem kleinen Mund, aber da lief dann auch die visuelle Kunst, geht, so gut, wenn es nicht ist, da gibt es eine Tendenz, wirklich abstrakt zu sehen, von ihm mehr groß ist. Das heißt, es sieht den effektiv immer eine Erklärung, einen Unhaltspunkt, den er selber nicht mehr unbedingt findet. Was kann er mir klein sein, was hat mir einfach als Feld effektiv vom selben durchgehen? Das ist am Anfang schon kein Thema. Weil mir das aber auch so, dass ich kann mich spät durch eine Ruhe gefordert gehen. Du brauchst ihn dann effektiv, also das ist vielleicht das, was dir für darunter gesucht wird, du brauchst ihn in eine Referenz noch. Du brauchst ihn am Anfang einen Rapport zu dem, was du gesagt hast. Dann muss ihn in Hund, den der Rapport ein bisschen zu dem, was du kennst, was du schon, was ihm bekannt ist, irgendwie herstellen. Und das ist eben noch bei den Erwachsenen der Fall oder bei Jungen der Fall. Das heißt, muss ihn du schon Sachen sichern, wo die Leute sich dran rumfangen und dann erklären, dass auch Kunst am Anfang, also sind wir nicht sicher, dass Kunst immer ein Message wird. Sie hört aber, sie hört aber irgendwo immer finden sich irgendwo dran rum, respektiv, es muss ihn das, also doch eins zu sagen, also doch wichtig, können wir da bis jetzt nicht sitzen, wenn ich absolut gut nicht gut finde oder wo ich wirklich ganz schwere Strack kennt, mir einfach es geht ihnen einfach nicht mehr dumm, davon ist es mal so. Das heißt, muss ihn eigentlich schon eins darauf angehen, dass ihn gewollt hat, irgendetwas zu leben. Und dann möchte ihn nur selber auch seinen kritischen Standpunkt dazu. Und ich meine schon, dass ihn ein bisschen einer, also die Kunst schwätzt nicht nur eine Länge für sich, nicht schon für ihn. Und also, dass ihn am Anfang auch dann eben eine Formen, heinst du brauchst, für können die Leute darunter zu führen.
Mittlerweile muss natürlich dann noch dem Moment irgendwie gewollt sein, das darüber anzugehen, weil irgendwie brauchen wir ein bisschen Zeit. Aber. Mhm. Kannst du Formen sehr vielfältig, wenn mhm. ja, man dann noch hören. Nathalie Moyen, du hast erzählt, dass dir schwer gefallen ist, als Kant für dich verbal auszudrücken. Du hast einen relativ sehr engen Ausdrucksform gefunden, in der Kunstform dem Tanz. Was hast du dir daraus gelernt als Konklusion? Also, dass der Lo wahrscheinlich viel besser schwätzt. Ja, und dass ich mich immer mehr für den Mensch interessiert tun, weil ja so viel viel geht von den Tanz. Du geht ihn wirklich an den Körper ran und kann ihn einfach alles, was du an dieser iCloud, die was im Kopf, kann ihn durch den Körper irgendwie ausdrücken. Ich will nur nicht zusammen nur vom Tanz schwätzen, weil ich so einfach Kultur fördert einfach die Rätsgehirn. Das einfach, das ganze Schulsystem ist ganz gut auf die Längsgehirn basiert. Und das ist auch mega, dass ich beschüsse, dass ich das Gefühl habe, dass ich ein bisschen einen halben Mensch am Gang das zu edukieren. Und dass du am Anfang eine ganze Zeit ein bisschen verloren geht, ob das die Intuition ist, global denken, Vernetzungen zu machen, die Imagination fördern, Vorstellungskraft zu haben für die Zukunft, neue Wege anzugehen und nicht nur vielleicht eine Form von Denken, seine Emotionen irgendwie auch mit an den Weg mit zu holen. Sinne aktivieren, ob das nach unseren Dream zu leben, weil das ist auch wichtig, und dass ihr nach die Imagination hat, darum zu leben, dass alles möglich ist. Und den Tanz hat mir am Anfang erlebt, immer den Equilibre am Gehirn zu machen, von dem Rationalen, von dem einfach just alles mit Zuhören, mit der Sprache, was ihr an der Schule möchtet, was super ist, mir für das zu equilibrieren. Das tut aber leider nicht all Kant. Das ist das immer so, wie wenn ein halb Kant da wir. Und das ist das, was ich konnte observieren und nach mehr zu unserer Zeit. Weil schon zu meiner Zeit, mein Mann war daheim, der Tisch hat aber nach irgendwie einen älteren Teil, den konnte sie für meine Emotionen, den man aber auch konnte Input geben für das Spielen, dass du draußen sind, das Vertrauen haben, dass ich zurückkomme, wenn ich da draußen gehe spielen, ob ich an den Busch gehe, ob ich einfach kreativ Lösungen sehe in meinem Leben. Und ich fand das ein bisschen verloren gegangen. Und das ist normal, ich meine, also das müssen die Eltern schaffen gehen, wenn sie wollen heute Lützburg leben. Mir das möchte aber auch, dass verschiedene Faktoren bei den Kindern einfach zu kurz kommen. Also spiegelt sich natürlich lauter Sachen, dass sie neurodivergent sind, dass sie heute Probleme haben. Mir das einfach, weil am Gehirn Equilibre fehlt. Und du könntest das natürlich noch mehr zum Vierschein. Soll denn dann an der Schule vielleicht die zwei Gehirnhaltenden, also den rationalen Teil und den kreativen Teil, ja, vielleicht 50-50 fordern? Ja, aber schon nicht unbedingt, dass ich dafür muss Musik machen oder Tanz oder die Rätsgehaltchen, das ist ja auch für alles, was das relationell ist, dass die sozialen Kompetenzen, einfach die menschlichen Wollen zurückzufinden und auch die Empathie zu haben. Und ich meine noch, kann daran stärken, weil das ist einfach ein bisschen verloren gegangen in diesen Zeiten. Und für mich war das ein bisschen so, als was mir aufgefallen ist, wie ich an die Schule gegangen bin. Auch motorisch, Katastrophe, muss ich wirklich so sagen. Weil natürlich, das die ganze Zeit auf Ekran zu sitzen und einfach körperlich gut mehr können Sachen auszudrücken, das heißt, am Anfang bleibt alles irgendwie, wie ich immer so, wie ein iCloud, die was im Kopf. Man könnte nicht richtig durch den Körper. Und das kann auch irgendwie nicht. Die Energie kann nicht evakuiert gehen. Das heißt, es stagniert am Körper. Das heißt, die sitzen den ganzen Tag, das sind ganz viele Informationen. Wir sind in einer Welt von ganz vielen Informationen, egal wo wir hingehen. Ob das eine Boutique ist, gesagt, Geruch oder lauter visuelle Ekran, wo ich nach. Es kriegt keinen Raum mehr. Und ich meine einfach, ob das Tanzen oder Zeichnen oder Musik einfach auch mal ein bisschen. Sich mit dem Körper zu connectieren, mit seinen Gefühlen rausschaffen am Körper, auch mal raufzukommen, auch mal einfach Sachen zu machen, einfach dir für Sinn. Und ja, einfach sich mal auszudrücken als der Mensch, den ich nass, ohne immer bewährt zu gehen und auch nicht immer im Vergleich zu sehen. Und
Ja, dafür meine Konklusion ist wirklich, dass es wichtig ist, dass man ein bisschen an die Richtung einfach denken, weil ich meine einfach auch, dass die 12 von den Depressionen und Blutgängen schon im Projekt gemacht an der Rotonde, den hat Wellbeing Mental Noise geheißen, und schon 160 Jugendliche interviewt. Und wenn man bewusst gehen, was wie gefährdet mental Gesundheit aber bei den Jungen als Branche, so noch bei den Adulten schmengen kann, und die Jugendlichen sind eine Extension von den Adulten. Und schmengen, dass so Kunstformen aber auch können ein therapeutische Wolle überholen, geht das dann vielleicht nicht die Lösung aus, aber dass ihnen aber auch da hinten die Platz gibt, wo sie einfach können just exprimieren und vielleicht alles, was sie belastet, einfach irgendwie energetisch evakuieren und dass es nicht just nach ein Charge emotional am Körper ist. Also, ja, voilà. Und das, was dir da erzählt hat, das ist natürlich aus ihrem Erlebnis raus. Und also, genau. Wie die Sachen empfand. Das spielt ihr noch gut. Fand er eben an die Klasse geht und das spielt ihn effektiv. Also das sprudelt richtig. Ja. Wenn man dann noch über erlebten Kunstformen schwätzen an der Schule, da sind halt momentan am Plan Musik an Education Artistik. Geht dann da an der Musik, Bob Minnett, ist der Wert auf Theorie gelöscht oder geht es schon wirklich ran an die aktive Musik machen? Weil ich muss so nicht kommen aus einer Zeit, wo von der Musik machen, den ich müssen, 2 Jahre an der Solfège sitzen und von Instrument an Musik lauschen und hören, wer nicht weiter bringt. Voilà, ich wollte sagen, also aus moderner musikpädagogischer Sicht wird am Funk falsch, die 2 Sachen von ihnen zu trennen. Wenn ich will einem einen theoretischen Inhalt beibringen, den musikalischen Natur aus, dann meine ich das am besten Fall durch die Praxis. Ich meine, das liegt am Anfang auch an, dass es am Flotzen aus einer Klasse eine Form von einem Musikstück beizubringen, an dem man das Musikstück selber oder ein ähnliches Musikstück selber erschaffen oder in einen Drum-Circle machen oder selber etwas komponieren mit den Instrumenten, die man hat, an der Form beispielsweise wie Rondo oder selbst, was das Ganze erklärt, wenn man denke gemacht haben. Mehr was theoretisch natürlich immens drüschen, das geht nicht selbst zu ein bisschen abstrakt ausdrücken, wie dann Harmonie. Jeder weiß, was der Rhythmus ist, jeder versteht sehr, was eine Melodie ist. Mit Harmonik, das ist ein bisschen abstrakt, das ist also das, was so dazwischen klingt. Und das ist aber immens einfach erklärt, das ist ganz einfach gemacht. Das beispielsweise, ob Mühlefeld drüber geschwärzt, dass das nicht mehr positive Effekte hat, mir beispielsweise, mein iPad kann ich ganz einfach auch Instrumente spielen und eine Harmonik spielen, mir aber auch gerade so einfach bei einem richtigen Instrument oder bei einer, ja, wie bei einer Ukulele beispielsweise, wo ich auch schon viele Schule gesehen habe, dass die immer mehr auftauchen. Mhm. Ich kann sehr kann Akkorde lernen. Das ist dann immens einfach, um zu verstehen. Und das ist eben das, worum es am Anfang geht. Auch für das man Musik praktisch aktiv gehen, weil eben gerade du die Kompetenzen, die Fähigkeiten rauskommen. Und jetzt ist du eben in Musik dann eben noch von einem anderen Fach aufsetzt, wo sie auch an der Bank just sitzen, sonst mal an etwas müssen theoretisch lehren oder nur gucken. Aber hier können sie wirklich extrem, sollen sie auch praktisch aktiv gehen. Ich meine, am Sport ist es schon dasselbe. Wir lehren nicht wochenlang just Regeln von einer Sportart und da probieren wir also mal, das wäre eigentlich der falsche Weg. Und dass Chile eben so auch merken und lehren, wie Musik aufgebaut ist, Musik selber verstehen, musikalische Parameter verstehen, über Musik schwätzen. Wir hatten genau darüber gesprochen, mit einem Kunstwerk einzig sein eigenes Urteil dazu bilden, sein eigenes Gut kennenlernen. Das kann ich aber just, wenn ich ein bisschen verstehe, wie das aufgebaut ist, wie das funktioniert. Wenn ich ein Kunstwerk betrüchte und schon viel drunter nie gesehen, da weiß ich vielleicht mal gar nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, weil ich kein Vergleich habe, weil ich gar nicht weiß, worum es geht, wo wirst du denn entstanden. Bei einem Musikstecker ist es nicht dasselbe, was ich mehr darüber weiß, mehr davon kennen, was ich besser mein eigenes Gut an der Musik, an der Kunst, aber auch an ganz, ganz vielen anderen Lebensbereichen kann argumentieren, meine eigene Meinung kann argumentieren, das immer mehr wichtig geht, dass man als eigene Approche zu verschiedensten Themen können argumentieren und individuell können erklären. Voilà, wenn Musik beginnt, immer am Alltag, Musik als überall, wo man sehen hat, wie drin ein Beispiel vom Geschäft, egal wo, an der Reklame, am Videospiel, egal wo lief Musik, am Film, und die wird auch benutzt für ISD, was zu manipulieren. Ne? Das wissen wir ja auch. Und was man mehr darüber kennen, was man das besser können abholen, was man besser können damit umgehen. Das ist das am Anfang, das worum es eben da geht. Und das machen wir durch Praxis und durch selber erfahren. Ne? Ich meine, das
das für jeder meistens den einfachsten Weg, etwas zu lernen. Das selber ein zu probieren, noch von Teilen zu vielleicht ein bisschen Überwandung kannst, doch als Enseigner oder Enseigner ein bisschen Überwandung kannst, vielleicht für das mit der Klasse zu machen. Mit dem Outcome ist immer, immer den einfachsten. Das, wie beim Essen, das Moral, der du mit konfrontiert und du auch lernen musst. Es kann auch frei, was sind die Ingredienten, wer das selbst, wer das gemäß, wer das gut, wer das nicht gut, und so führen. Das geht mal der Regen ab Essen, aber ich weiß gut nicht, was du dran hast, wir gehen nicht verstehen. Also, du lässt mal vielleicht all der Musik und gehen du mal da am Anfang von rechts nach links beschallt an, dass ich mir das schütt, wenn wir gut keine Meinung dazu können, und nicht verstehen, was du gerade mal da ist geschieht, was die Musik mal da ist mischt. Und aus all den Gründen raus, die da dann so zusammen am Skript und Tour, mit einem Projekt, den nennt sich «Wir machen Musik», und so geht er dann an die Schulen. Ganz genau. Also ja, einerseits machen wir eben Sachen dann im Büro sitzen so ein für uns, die wir dann auf den Sitz sitzen und dann am Land verteilen oder sich da, die sich da selbstständig machen und auch immer können an der Schule genutzt gehen. Das ist am Anfang eh große Wolle, dass wir eben gerade auch für Enseigner und Enseigner ohne vier Kenntnisse, ohne eben das Beispiel von gerade ohne so viel Solfège oder Instrumentenkur, dass man den noch ermöglichen, eine flotte Musikskur auf jeden Fall mal praktischen Musikskur zu halten. Und voilà, dafür sitzen wir eben Materialien, da stellen wir Materialien zur Verfügung, die Selbstläufer sollen sind, am besten Fall. Geht das in der noch immer mit der Klasse möchte, dann studiert man die, aber nicht unbedingt verlangen, dass du lange Partitur daheim im Piano studieren und das steckt da keine Lehre. Wir stellen dann natürlich ein Playback zur Verfügung, wo ein mit gesungen wird und ein nicht mit gesungen wird und wo dann jeweils vielleicht ein Video, Karaoke lief, für die Instrumente mit zu spielen und so viel und für sie eben so sehr wie möglich in Praxis zu kreieren, das ist der eine, dann der andere, das eben effektiv. Wir gehen dann auf den Terrain und machen ein Atelier. Wir haben so eine feste Formel von verschiedenen Ateliers, die wir alle hier anbieten. Und die auch immer ganz sehr ausgebucht sind, weil effektiv der Besuch da ist, für die Sachen zu machen. Und auch Motivation für viele Leute da ist, für mit ihrer Klasse Projekte zu machen. In von den Madabestar bei Mimamu, das ist den Ben Kohnen, in und Musik studiert und auch Musik enseigniert an Musikschulen, halt lo Musikunterricht und eigentlich ist ja noch am Fundamental an Singen an, sind die meisten Schülerinnen für Musik zu begeistern, mehr am Anfang gibt da war vielleicht aber eine kleine Distanz. Was ich merkt, wenn ich von digitalen Medien geschwört hatte, ist, weil ich in irgendeinem Smart Beats machen möchte, Hip-Hop-Musik produzieren, da das bei den Schülern könnte das immer ganz gut tun, sowohl bei den Jungen wie auch bei den Teenagern, weil dem aktuell und ihrer Musik drin ist, die sie lauschen. Sonst an der Primärschule, die Jungen, die sind auch immer ganz motiviert, mal zu singen, mit Rhythmen zu klappen. Bei den Bessimialen als oft, ich bin zum Beispiel Ukulele mit meinen Schülern, du hast dann am Anfang eine Distanz da, wir wollen sie ein bisschen ausprobiert tun, dann können da ein Interesse. Das heißt, geht am Anfang drin, den Schülern ein bisschen zu pushen, über die Resistenz, die ihnen zu einem Instrument wird. Wir wollen dann mal merken, dass sie aber ihr Progrege machen, dann ist normalerweise aber immer Interesse da. Wenn wir es machen, wir mengen immer, dass wir es eben um beste Niveau machen, wenn es um den Gesang geht. An der Solfège-Kur war ich nie gut am Gesang, schon noch nicht die beste Stimme allgemein. Und ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, hatte ich mich doch immer ein bisschen froh, dem mit den Schülern zu singen. Aber es geht ja nicht darum, dass ich für ein paar tausend Leute spiele. Es muss proper sein. Aber Tain soll schon getroffen gehen, aber der Klang allgemein muss ein professionelles Niveau sein. Und da wäre es sehr froh, einfach sich zu trauen, etwas Neues zu machen. Und die Schüler, die bewerten ihn erst ob die Aktivität wie ob die Qualität von der Performance, ich muss sagen. Den Ben Kohnen ist Batteur und Vibrationist und jetzt schon die letzten Jahre noch immer mehr für Musik am Kontext mit den sozialen Medien oder den digitalen Medien beschäftigt, das am Kontext eben von Musikunterricht. Und an dem Bereich von Musikunterricht gibt es dann noch Formationen um IFEN und das sind Formationen, die am April und am Mai gehalten gehen. Du findest dann Details auf ifen.lu und Heinenke de Bob Kohnen zu den Formationen. Die erste ist, nimmen auf iPads beziehen, du gedenk App, die GarageBand ist, und die ist eben nimmen um iPads oder alles, was Apple produziert, sind verfügbar. Und die zweite ist eine Information, die allgemein mit Software und Apps benutzt wird, die allgemein auf Apple, Windows, Linux, überall verfügbar sind.
die Formationen sind groß abgemacht, sowohl für Leute aus den Musikschulen wie fundamental an Lycée. Und der Grund dafür ist einfach, dass es hier als so eine Introduktion einfach mal die Leute zu weisen, was möglich ist mit NAPS. Und dann basierend auf die Leute, die da sind, können wir mal ein bisschen mehr auswählen. Die Tools können wir wirklich benutzen, für ganz, ganz basisch zu erklären. Können aber auch holen, für wirklich weit an Musiktheorie zum Beispiel ranzugehen, wenn lo, indo wir den Solfischen erreichen, dann geben wir moderne Hausaufgaben, sind viele Giftgehen. Du bist noch ganz, ganz viel Möglichkeiten an, auch wenn ich dem noch weh, die Atmosphäre von den Leuten, die da sind, weil ich dann nicht so viel vielleicht an das Thema reingehe und mich schon einfach Material da, was ich kann mit den Leuten teilen, dem noch was hier Interesse sind. Soweit also den Bob Kohnen über das flotte Projekt. Es gibt allerdings Klassen, an denen mehr Stunden Musik um Stundenplan stehen. Und dabei geht es dann den Impact Benefik vom Musikunterricht, ob Kapazitäten zu verstehen, was den eben hat, also ob die Lehren, seine Persönlichkeit zu entwickeln, seine Sozialkompetenzen zu fördern. Bob Minat, es gibt Etüden dazu, wie positiv Musik machen, ob die Lehrer verhalten hat. Ja, ganz genau. Eine ganze Reihe und Etüde geht es schon seit Jahren. Weil doch, ja, weiß, dass ein Interesse da ist, weil die Leute aber gemerkt haben, dass du ein Vierteil daraus besteht. Mir hat wieder über das Gehirn geschwärzt, für du mal uns zu knappen, effektiv mit den zwei Gehirn halten. Das ist auch ganz interessant, weil eben Etüde weisen, dass Leute, die viel Musik machen, eine starke Verbindung zwischen den zwei Gehirnhalschen und den Hunden. Weil eben effektiv die zwei Sachen am Anfang gebraucht werden. Die einen geht vielleicht echt für die Kreativdisziplinen, gerade im Gruppen zu so, aber effektiv, also eben die Verbindung zwischen den zwei Gerade, wenn wir tanzen, brauchen wir den ganzen Körper, das wird ganz genau erklärt. Beim Pianospielen beispielsweise brauche ich immens viel Fähigkeiten an der Tisch. Das ist immens interessant, dass das mehr ausgebildet ist, dass am Anfang das mehr größer ist, mehr stärker ist. Bei Leuten, die viel Musik machen, was sich ja dann auch auswirkt, ob einer Fächer, ob einer Disziplinen. Das ist eine enge Argumentation, dass ich so ein, okay, wenn ich viel Musik an der Schule möchte, dann wirkt sich das auch auf die anderen Fächer aus. Das ist ja vielleicht ein Argument mit dem Leuten, die nicht Musik so sein sehen, die da vielleicht nicht so wirst. Also geht mir einfach nicht mit der Musik selber, vielleicht sogar heinst du als solchst. Als Selbstzweck, mehr, dass ich effektiv kann sagen, dass das den positiven Effekt hat. Beispielsweise 2019 wurde eine Studie veröffentlicht aus British Columbia, Kanada, mit über 110.000 Kanadier-Junker, die da teilgeholt haben. Pardon, die Studie, wo festgestellt wurde, dass die Musikkurve gelöst haben, auch bessere Resultate hatten an anderen Fächern, wie dann Englisch. Bei ihnen war das dann Mathe und Science, weder die das nicht belöst haben, der Musik nicht belöst haben. Und das ist entgehend im Gedanken, dass wenn man nur eine Stunde Musik gibt, an einen Stundenplan beisetzen oder halten, dass das dann von Zeit für die Verlöwe für andere Fächer, weil das dann von just der Kontra, also das war eben just in Util, den ihnen beibringen oder geholfen wird, auch die Fächer, die anderen Fächer besser zu verschaffen und zu verstehen. Und das ist auch effektiv nur gewesen, dass Leute, die viel Musik machen, Musikerinnen und Musiker, ob das professioneller sind oder auch Leute, die das wirklich Amateur machen, aber regelmäßig machen, dass die auch einen gewissen Basisprozess, Grundkompetenzen, die man haben, anderen überlegen sind, wie dann die sogenannte das dann Inhibition oder Inhibition, das ist am Anfang Selbstkontrolle, ne? Impulskontrolle, weil die meisten wichtig ist, wenn ich in einem Orchester beispielsweise spielen oder auch am Chor Musik machen, dass ich muss auf meine Tour werden, ne? Dass ich muss das selbe Tempo spielen oder singen wie all die anderen auch. Und dann die Wechsel von der Aufmerksamkeit, von dem Fokus von der einen Seite auf die andere Seite, selbst was man am Leben alltäglich braucht, was man beim Autofahren immens braucht, beispielsweise, mehr auch in anderen Situationen. Das selbst, was ich von einem Instrument spielen noch brauche. Ne? Ich muss können auf meine Note gucken, ob der Matchspieler oder die Matchspielerin gucken, ob meinen Fanger gucken, vielleicht mal kontrollieren, dass dann das nächste Updating oder mein Arbeitsgedächtnis ständig updaten und kontrollieren, ob das, was ich gemacht habe, ob das richtig war, ob ich überhaupt die richtige Note gerade spielen. Das muss ich vielleicht wechseln, ich soll noch dreimal spielen, wenn das so an der Note steht. Ich brauche immens viele verschiedene Sachen, die du mal nicht spielen. Und die eben immens wichtig sind, für das wir uns konzentrieren können, für das wir Aufmerksamkeit können, zielgerichtet benutzen. Das ist alles Sachen, die man in anderen Fächern auch brauchen. Das ist effektiv wissenschaftlich erwiesen, was größte Argument kann sein für mehr Kultur, für mehr Solo-Musik. Das ist aber gerade so gut an anderen Disziplinen, die wir hier genannt haben, auch sicherlich der Fall. Mir hat geschwärzt, die war
dann an Handkoordination an sie führen und so weiter. Natürlich auch motorische Fähigkeiten. Und dann könnt eben auch noch einfach dabei, dass man durch Musik machen, als intrinsische Motivation fördern. Es lädt zu einem mehr stärkeren Selbstkonzept, das heißt, sich besser selber zu kennen und sein Lebensweg, was ich wieder gesagt habe, besser planen zu können, besser sein Urteil bilden zu können und so viel. Und das heißt, eine ganz, ganz wichtige Kompetenz momentan und immer mehr wahrscheinlich. Dann Sozialkompetenz, die gefördert, auch da das nur gewesen, beispielsweise beim Singen. Dass man mehr Oxytocin freisetzen, also den Hormon, den Empfang für Vertrauensbildung und für Bindung, für auch, Bindung ja. Voilà, die sogenannte landläufig als Kuschelhormon noch bezeichnet wird. Man ja, den setzt sich effektiv mehr frei, wenn wir zusammen singen. Als Gehirnstrom, das ist auch bewiesen vom Max-Planck-Institut beispielsweise, dass die sich mal nicht synchronisieren, wenn wir zusammen Musik machen. Das kann immer Elektronen müssen. Das ist, also das ist wirklich immanent, dass das so ist. Das ist nicht einfach, weil wir gerne Kultur haben, dass wir das so sehen. Wir das sind wissenschaftliche Kenntnisse, die uns am Anfang immens weiterbringen können. Also dass die Satz, sagen ist gesund, sagen ist froh, das ist effektiv nachweislich so. Wir machen Stresshormone, unser Herzrhythmus stabilisiert sich und so weiter. Das ist, ja, es gibt ganz viele Tüten drüber. Und das ist flott, viel drüber zu schwätzen, weil die ganz positiv sind am Anfang für die Kultur an der Schule. Und das kann noch weiter spannen, ob einer kreativ Ausdrucksformen, Kunstformen. Also ich kann wirklich auch bestätigen, weil ich gucke ganz oft die Retouren von Profen, die gesagt haben, hey, ich weiß nicht, was da geschieht, aber dass du effektiv schulisch alles bei Job gegangen hast, ob das nur Theaterkur, den Skalen oder Tanzkuren, dass du wirklich die United States, was das da geschieht, ne, an den Kuren, mehr effektiv. Du warst ein Ausgleich, sie waren viel mehr equilibriert, konnten nicht an die Kur gehen, konnten neue Informationen absorbieren. Das ist das schon, also um Terrain ist das schon bewiesen. Also. Da bleiben wir in Moment noch bei euch, Nathalie Moya, weil das ein Frohra kommt über den WhatsApp. Gute Mittag, ich wollte fragen, ob so ein Tanz, also so Tanzaktivitäten noch für den C-Int könnte geplant gehen, an wohin sie stummist melden. Genau, also im Skript haben wir seit September den Tanz. Und da habe ich effektiv schon Atelier für alle Single proposiert. Das ist wirklich auch von der Präkost bis, ich soll mal sechs Schuljahr, aber schon jetzt mal den C1, C2, mehr. Das ist effektiv ganz sehr ausgebucht gewirscht und wieder aber 3D um Skript gehen und schon müssen aber gucken, dass ich mich gut andehne, schon lauter Favoren müssen machen, weil schon nach Kanner Video drehen für Kanner. Das ist Kanner erklären, den anderen Kanner, wie ein Tanz, respektive von den Tänzern und so, mehr von der Präkurs bis den C4. Als gesucht, aber voilà, da muss ich sich bei mir, Mamu, Maki, drauf ummelden und dann immer doffern, so sehr wie möglich gucken, weil die ist die vier. Ganz viel Succes am Jojo vom Bobminatär, wieso? Die Etüden, die belegen das ja auch. Also von den Logen generell von Kulturschweiz, dann spielt diese schon tags bausend die Schulmauern auf. Und da beginnen oder schon mal lange Kulturhäuser, die ein Hallewohl Programme anbieten, eben für Schulen auch ranzuziehen. Das gilt für Klassen aus dem Fundamental, Klassen aus dem Sekundär. Und das zum Beispiel ein Beispiel, den Escher Theater. Und in dem Kontext haben wir mit Linda Bonvini geschwätzt. Sie ist Theaterpädagogin und sie berät Klassen auf eine Tour für am Escher Theater. Lauschen wir mal für dich, was sie in der Theaterpädagogie versteht. Und dann hören wir auch, wie Linda Bonvini konkret mit der Schulklasse schafft. Schon eine Definition, die auf mich auf jeden Fall ganz gut zutrifft. Und zwar als den Theaterpädagog eine Person, die Kunst vermittelt, also die Bühnenkunst in diesem Fall, die dann einfach durch die Kunst vermittelt. Das heißt, wenn ich mit Theatermethode schafft, kann ich vielleicht etwas Ernstes bewirken bei meinen Partizipanten. Und der dritte ist, dass ich den Umgang mit Mensch auch als Kunst verstehe. Ich gehe vielleicht dann, ob das viel vermitteln an, weil das ist am Anfang auch meine Aufgabe beim Escher Theater, dass eben die Vermittlung von der Bühnenkunst zwischen der Programmation, die wir haben, und dem Milieu scolaire. Das heißt, das ist wirklich meine Aufgabe, zu gucken, dass das, was wir proposieren am Escher Theater, dass das auch
und Schulen und Schüler und Schülerinnen kennt. Wenn wir los stecken, wenn wir für ein Sickel proposieren oder eben verschiedenen Alter an den Lyceen, dann kontaktieren wir die Enseignung, wir kontaktieren Schulen und wir sehen hin eben, was die respektive Offer ist. Und dabei verschiedene Stecker bieten wir zum Beispiel am Vierfeld eine Vierberedung an der Klasse an. Das heißt, wir gehen mit den Schüler, Schülerinnen über das Thema schwätzen oder wenn der Theater steckt, zum Beispiel ein extra Format, wo man so und das da wert, dass in einem Vierfeld denke, du drüber schwätzt, da gehen wir auch bei sie. Und am Anfang ist der Kontakt am Vierfeld auch immens schön, weil unsere Erfahrung ist, wenn Klasse 4 berät sind, kommen sie am Anfang viel mehr aufmerksam, hin nur das Steck gucken. Und sie fühlen sich manchmal direkt viel mehr konzerniert davon. Ne? Nadine Irpening, du schwätzt, ihr ist bestimmt an der Herz, als ja. Repräsentant vom Kulturminister, der Brücke gebaut. Ja, also ich kann noch Linda anzunehmen, aber ist ganz gut. Ja, das ist natürlich genau das, was wir gerne hätten, weil es, also erstens, wir sind schon ganz, ganz froh, wenn wir von der Idee fortkommen, dass wenn man bis ein Theater geht oder wenn man bis an ein Museum geht mit der Show, dass das kein Ausflug ist. Also das ist nicht ein Moment für einfach, also das ist auch cool, ein Ausflug ist auch immer flott. Aber das ist aber nicht der Sinn und Zweck von der Sache, für dann wirklich so, also, dass wir eine Ausnahme haben, lernen wir nicht. Und dann, das wäre dann flott und dann gehen wir uns zurück in die Klasse. Also genau das soll die eben nicht sein. Und dafür ist das Abschaffen noch immens wichtig, und eben mit der Kultur können eins zu gehen, weil das einfach etwas von den nicht gewinnen das und geht ihn einfach im Rehstuhl gelöst, das nicht flott, das einfach, da bringt er doch nicht ganz viel. Also da kann nicht wohl, ich meine, es sind verschiedene Leute, kann natürlich, du kommen für die Sache mit Emotionen, das ist ganz wichtig. Es gibt Leute, die automatisch in die Sache rückkommen. Wie du musst ihn aber wirklich eine gewisse Prädisposition dafür haben, aber die meisten Leute brauchen wirklich, die brauchen einen Unterhaltspunkt und dafür also also die Vermittlung ist einfach etwas immens, immens Wichtiges an der Kultur. Zum Holz, weil die eben mehr hochgeht an den Alterskategorien. An am Anfang das Rundreden und sein Publikum an den Sicherung. Und das ist natürlich auch das, was so schwer macht, weil das von der Kultur halt so immens viel aufverlangt am Sinn von Zeit, von Ressourcen, die es auch nicht immer haben. Also das ist natürlich das ist auch nicht so evident, dass wir sie noch grundsätzlich halt so zum Beispiel und Tendenz ein bisschen zu vergessen, weil wir eine relativ große Kultur offen haben. Wir sind als Strukturen allgemein relativ klein aufgestellt, vis-à-vis von ähnlichen Strukturen am Ausland, sodass dass nicht immer die nötigen Ressourcen nicht für wirklich alle Menschen sichern zu gehen, mehr eigentlich als das, was wir alle gut gerne hätten. Auch also Kulturhäuser sind auch selber immens motiviert, für das so zu machen. Das käme ich denen auch justieren, ob man darauf wartet, dass ihr könnt. Aber das ist natürlich das, was so schön ist, für sich neue Wege zu finden, für eben bei der Publikum zu finden, für eine andere Publikum, für eine andere Macht, weil sonst schwätzen. Das ist natürlich auch das, was die meisten Ressourcen brauchen. Das wäre schon ein Webinar für so auch wert, ja. In diesem Sujet. Aber Linda Bonvini hat auch betont, dass es aber wichtig ist, am Vierfeld kann man Jungen verschiedene Messagen zu vermitteln. Also ich meine, für dich will ich mir mal vermitteln, dass den Theater ein Platz ist für die Kinder und die Jugendlichen, weil das oft verstehen sie nicht als selbstverständlich. Wir machen ja auch verschiedene andere Sachen, wie du just, dass man steckerweise, wir machen ja auch Projekte mit den Schülern, wie sie die Ideen, das sind ganz viele verschiedene Sachen, wo man mit ihnen in Kontakt kommen. Und etwas, was ich ihnen immer gerne auf den Weg gehen, wenn man von den Escher kann zum Beispiel schwätzen, da so ist man ja mit dem Theater von der Escher gemengt. Und das ist das am Anfang Ehrentheater. Und wir schaffen aber heute für euch. Und da gebe ich ihnen immer ein bisschen so da, ob wenn ich so, ja, mir das heute, das ist am Anfang mehr dein Duheim wie mein Duheim, weil ich wohne gar nicht hier in der Gemeinde, wie du wohnst hier in der Gemeinde. Und da das Mensch das Allerwichtigste, dass sie verstehen, dass das wirklich ein Lieu ist für sie. Und das ist natürlich eine ganz rich andere Sache, die man da will vermitteln. Du meinst, was mir auch persönlich ganz wichtig ist, das viel zu sagen, dass das Theater ein Lieu ist, wo ich in der Sachen ausprobieren. Du gehst kein richtig oder kein falsch. Du dir willkommen an Sachen ausprobieren. Du dir will auch sich selber ausprobieren. Es gibt keine Reaktion als Spektator, die falsch ist, wenn vielleicht ein an einem Moment schockiert ist. Und ich fand das aber witzig, dass die parallel nicht in ihnen existieren. Das ist auch immer, also am Theater gibt es natürlich auch verschiedene Regeln. Das heißt, als Spektator, die will zum Beispiel nicht auf die Bühne laufen oder so, es gibt verschiedene Regeln. Aber eigentlich ist ein Theater ein Platz, wo ich einfach mal sehen darf. Und das tut den Kanner noch der Jugendlichen
normalerweise ganz gut. Wir kommen gleich noch ein bisschen zurück auf den einfach mal nehmen, der für Sinn. Aber du hast aber auch schon ganz viel gesagt, man noch eicher, was mit Partizipation zu tun hat. Ja, also ich kann wirklich da anknüpfen und dem, was Linda Bovini du siehst, weil das einfach der für Sinn, mehr aber auch einfach mal ausprobieren. Und das Gouffier habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, als Mensch, das wird auch am Kanner-Musee soll können gemacht gehen. Das heißt, wir haben da zwei Ausstellungen, wir haben aber auch drei Ateliersräume, wo es genau darum geht, am Anfang Sachen auszuprobieren, an eben. Wenn das schief geht, ist es eben auch okay. Und wir stehen den Labo-Charakter zu haben, wo keiner keine Projekte abstellen oder eben neue Formen von Kunst oder Ausdruck ausprobieren, aber dann nicht eben direkt ab Skinners, dann ist es eben nicht so viel. Und eben war doch ganz wichtig bei uns, also, dass eben das Geschichten zählen und das Storytelling. Also, weil das ja dadurch, wo ich noch die Konnexion schaffen kann, Mathe kann die Emotionen kann vermitteln, dass Menschen nicht ahnen, dass eben am Theater oder am Dance oder dass dadurch, dass in eine Geschichte gezielt kriegt oder auch eine Rolle hört an einer Geschichte, dass in dummer da kann eine Emotion zum Kann schaffen und dummer da hier Ideen und Imagination wirklich urige gehen. Und da kommen sie eben auf die neue Ideen, die eben als Gesellschaft auch irgendwann können verändern. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Und das einfach der für Sinn, als bei uns auch eben an den Ausstellungen eine Möglichkeit, weil am Anfang, wie in der Stadt bei uns vorstellt, ist, dass wir haben eine temporäre Ausstellung, das zum Thema Left, also die ist Love. Und der temporär ist bei uns über 2 Jahre, weil das ziemlich viel Arbeit für die Expo abzubauen, weil es kann ich nämlich alles upacken bei uns. Das ist das wirklich eine Expo, wo kann er mit allen Sinnen gepackt gehen und eben auch an Austausch kommen mit den Objekten, ob ein ganz anderer Art und Weise, wie ihn das vielleicht so kennt. Und da geht ihn dann von der Geschichte gepackt, die wir da erzählen. An, dass immer gelitten ein Teil am Anfang durch als Giden, durch als Mediatrissen, die wir eben haben. An, aber dann können keiner frei das entdecken. Und da ist eben also enorm wichtig, dann auch zu verstehen, was tun sie dann da erlebt. Welche Ideen sind hinten gekommen bei dem neuen Spaß, den wir da geschafft haben. Weil also bei unserem Kanner-Musee, die sind wirklich all herzlich willkommen, kann gucken, es kommen, das ist ein ganz geckes Platz, ein ganz farbiges Platz, wo eben Imagination heisch geschrieben wird, wo man ganz fantastisch Welten geschaffen hat, Baumstuhl und Hund, zwar wie Baum ausgesehen, aber nicht ganz. Und eben auch, es geht im Leben, mir aber auch ernst, der Tisch, du hörst auch ab in Zug ab, du mal dazu dienen. Irgendwo, also eben, du hast ganz spannendes Film, die kann du mal auf die Reise zu holen, für dann du noch mal hinten an den Austausch zu kommen, auch wirklich eben Terzer mehr heisch schlagen zu dürfen, die kann für das sie du noch los tun, als Matze zu delen, wie sie das erlebt haben, wie die Kunst ob sie lo gewirkt hat. Und du willst das schaffen, mir auch ganz viel mit Künstlern zusammen mit dieser pädagogischen Equipe, weil du leidest mehr auch dran, eben, dass du die Zusammenarbeit immer mehr stattfinden und dass wir eben kulturpädagogisch können, flott Projekte machen. Hast du noch viel gesehen, dass den Plom eventuell an die Schule geht? Am Moment noch nicht unbedingt an Schule mehr und mir so relieren, weil das ist so, dass wir eben ein Departement am Museum, das ist also Kompetenz, Labo auch durch immer am Num, wir sind wirklich für das ausprobieren, an den hat als Mission am Anfang partizipativ Projekte zu begleiten, um Niveau von den Misorolien oder durch den Kriechen, also den Strukturen von der nonformalen Bildung, das heißt, mit denen schaffe ich auch oft zusammen mit den Schulen, und da geht es am Anfang darum, dass ein Kanner oder Personal, weil Kanner enkadriert, von der Lust, um mehr partizipativ zu schaffen, eine Idee am Kap haben, dass du das Kanner-Musee ein Hilfsteller, seine Fachbegleitung kann offerieren, für das die Projekte dann zu starten. Da könnt. Und du natürlich dem nur wehen Alter, mit wem wir dann zusammen schaffen, ist Kunst und Kultur eben ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, das aus?
Herr Menu, nur general gesehen, könnte das einfach der für den Sinn zu kurz am Schaulaldar. Also ich traue mich nicht, Nathalie Meyer zu gucken, weil ich meine, ich kann ja einfach schon. Da fängt ihr mal an. ja, das bleibt so. Das ist klar, mit all dem, was ich schon gesagt habe, dass der für Sinn effektiv von Schlo mittlerweile immer mehr wichtig einfach auch mal zur Authentizität zurückzukommen, seine Resilienz resilient zu gehen, den Courage zu haben und die Aktion zu treten und nicht fertig, dass sie etwas falsch machen und immer den Vergleich auch und einfach dürfen, ja, einfach ohne Judgment auf jeden Fall existieren und ohne das zu analysieren oder als gut oder schlecht zu sehen. Du fährst von effektiv Plätze, wo sie dafür just sind. Das ist auch ganz reposant. Mhm. Und ich meine, mir tut und das auch einfach, wo ein einfach just der Sinn und nicht muss in irgendeine Rolle schlüpfen oder einfach können authentisch dazu suchen und ausdrücken, was dir so bannend dran fehlt. Also, ich habe es ein bisschen an der Angst zu sehen, zu gehen. Verloren voilà. Ja. Die Angst, Jugeier zu gehen. Mhm. Und so könnte dann noch den Eppelding, dass der Kulturminister eng mit dem Edukationsminister und auch mit Skript zusammen schafft, für den Zugang zur Kultur zu vereinfachen. Wie geht das im Moment? Wie geht das? Ja, was tut das von offen? Was ist der Katalog? Der Katalog, ja. Den aus am Anfang hauptsächlich schon mal die Plattform, die gemeinsame Plattform Kulturama, die es schon seit längerer Jahren gibt, die wahrscheinlich die meisten Enseignants kennen, aber nicht alle gut, und auch noch immer nicht. Das ist am Anfang eine Plattform, wo Künstler am ganz breit gefächerte Sinn, das heißt auch Autoren sind dabei, also das bisschen geht an ziemlich alle Kunstsparten sind vertreten, die gerne an Schule schaffen, mit Schülern zusammen, die sich die Empfang du auf der Plattform sich ausschreiben und dann eben Enseignanten, die dann zurückgreifen auf die verschiedenen Künstler, die dann gemeinsam Projekte machen. Die Idee ist effektiv häufig, für das sind nicht nur Künstler, die helfen einfach auch was als Künstler, weil das eben noch die andere Sache, wo wir ja auch als Kulturministerium noch auch den anderen Pilier, wo man hundert, das auch die Kultur schaffend zu valorisieren in unserer Gesellschaft. Und das ist auch effektiv nicht so einfach, für zu wissen, wer das ein Künstler, von dem niemand einen zu dienen hat. Also viele Leute stellen sich da ganz komische Sachen für. Also ein Künstler ist nicht unbedingt irgendjemand, der an einem Hause lang mit 27 Kerzen sitzt, der keinen Kontakt mit einem hat. Also den Image ist ganz oft... Ja, also ich meine das einfach, dass an das immens flott, für dann auf dem Weg Kultur an die Schule ranzubringen. Das sind natürlich Projekte, die nicht curriculär sind, also die sind dann, das steht nicht im Programm. Und da ist es effektiv so, dass das dann oft ein bisschen noch eine Pause quasi, weil das ja auch dann nicht, dass du keinen Test gemacht und so weiter. Aber das ist aber ein wichtiger Moment, das ist am Anfang immens komplementär zu dem, was in der Schule ist, und das ist komplementär zu den Visiten da draußen, also wenn man erst schon gucken geht oder ein Spektakel gucken geht, die Sachen, ich fand, dass das schon ob zwei, also dass das sich relativ gut am Anfang ausbalanciert an, weil die natürlich muss gucken, dass das auch effektiv dann wo man noch nicht sicher sind, dass wir effektiv, also dass auch alle kann, du an den Genuss kennt, weil das sind dann oft natürlich auch die Enseignanten, die das wählen. Und das sind dann auch die sich dafür interessieren, respektiv die gewollt sind, ob die wie man sind, aber mehr, das ist wirklich ein großes Interesse, damit sind natürlich effektiv an den Lohals kann, Pasche, dann hat den Enseignant den absolut gut nicht daran interessiert, dass dann hat den Aktie einfach automatisch mal nicht. Aber wir probieren natürlich über die Plattform das so aggressiv wie möglich zu machen. Und dann sind du, haben wir dann noch neue Projekte, die wir auch angehen, das Skript an mir zusammen mit der Fondation Sommer, das
das ein bisschen schon erweitert, das ist richtig Künstlerresidenzen an der Schule. Ein bisschen so wie das, was Bob Minnert erzählt hat, im Kontext von Mi Mamo und Mir machen Musik. Mi Mamo und machen Drama. Ja. Voilà. Ja, das sind eben Künstlerresidenzen und die schaffen jetzt sowohl am Fundamental wie am Sekundär anzubieten. Das sind im Moment die schon laufen, das ist ein bisschen Pilotprojekt, aber das ist ein nächster Appell zu Eingang für eben nächstes Schuljahr. Und ganz wichtig, dass doch wirklich alle Kunstsparten auch da vertreten sind. Und da geht es wirklich darum, dass ein Künstler für längere Zeit an einer Schule installiert ist, dass er selber aus seiner Arbeit schafft und auch mit den Schülern zusammen. Also dass das die zwei Wollen davon. Der Prozess auch mehr an der Viertag kommen könnte, dass ihr noch mal gesagt, wieso etwas entsteht, weil oft sind wir mal just auf das Resultat fixiert. Und effektiv kriegen wir viel nicht mit, was Rewe das ist. Ja. Und ich meine, das ist ja auch durch alles, was man auf Internet oder da kriegt ihr nicht mehr direkt Resultat gewiesen und gesagt, ihr nicht den Prozess dafür. Ich bin immens froh darüber. Ja, das ist auch wichtig. Also mir hat noch ganz kurz angeschrieben, dass man nicht, dass es nicht muss ob Resultat genau. Rauskommen. Das ist schon ein Bild mit den Schülern gemacht. Es muss ein Aufschluss für sie, da sind wir am Künstler zusammen. Man muss nicht auf eine Ausstellung, muss nicht auf ein Theater stehen, muss nicht auf so etwas raus, muss nicht auf eine Präsentation rauslaufen. Also das ist schon wichtig. Es geht wirklich um den Prozess. Ja, das wird dann noch vorgewäscht und da kann ich noch weisen, wie wirklich der kreative Prozess ist. Genau, und eben probieren und gucken, ob es geht oder nicht geht. Aber wenn es nicht geht, dann ist es doch nicht. Voilà. Also bei uns sind das echt, als Equipe steht echt als Pädagogen, es Leute, die aus dem kommen, noch viel die Chargen, das tut sie effektiv professionelle Künstlerinnen und Künstler, die um Terrain sind und hier das Leben immer da machen, was wirklich ein ganz anderen Input ist. Eine ganz andere Authentizität auch für die Kanada draußen, für die Jungen, für sie gesehen, wie die Personen schaffen und voilà. Wir haben am Kontext von diesen sogenannten RAMS, also den Residence d'Artiste en Milieu Scolaire, mit der Direktrice von der Fondation Sommer geschaut. Sandrine Guivarch weist auf den partizipativen Charakter von diesen Künstlerresidenzen hin und sie erklärt, dass heute Artisten den Kanner Zeit an Raum gehen für zu experimentieren. Les arts leur permettent de se découvrir eux-mêmes, de se questionner, de penser le monde, des sujets de société ou de découvrir des pratiques artistiques, par exemple. Et là, on remarque vraiment que c'est lorsqu'il y a un peu de temps pour qu'il y ait une relation de confiance qui se mette en place avec l'artiste que c'est vraiment profitable pour les jeunes. Et il faut vraiment s'imaginer que c'est la délocalisation de l'atelier d'un ou des artistes. Alors maintenant, il y a des artistes qui travaillent du numérique, donc ils déplacent juste leur laptop. Mais on leur offre un espace-temps où ils s'installent donc au minimum pendant 4 semaines, mais on peut, voilà, dans l'établissement scolaire. Et ils ont à peu près 2/3 du temps qui est consacré pour eux à leur projet, que ce soit un projet de recherche, un projet de création, mais on offre du temps à ces artistes-là. Et ensuite, ils ont à peu près 1/3, donc, où ils vont être en face à face, ils vont être en médiation avec les élèves autour de leur, autour ou à partir de leur propre projet. Ja, du hast das Wort Mediation gefallen. Das ist das größte Teil am Funk von diesem Auftrag vermitteln von einem artistischen Projekt. Da sind wir bei dem W, über den dir geschaut hat, Madame Moyen. Und dann profitieren dann auch viele Schüler und Schülerinnen von der Offer an Künstlerresidenzen. Die können dann auch ganz transversal an den Unterricht auflesen, erklärt nochmal Sandrine Guivarch. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est vraiment un projet d'établissement scolaire. Donc c'est toute la communauté éducative qui est impactée. C'est évidemment beaucoup de valeur ajoutée pour les élèves, un peu dans l'esprit des projets soutenus par la Fondation. Donc ils sont en lien avec des œuvres, avec des artistes. Ils peuvent évidemment se constituer des savoirs, des connaissances sur des disciplines artistiques. Ils sont invités à émettre un jugement esthétique, donc eux-mêmes à découvrir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Mais c'est surtout, ça c'est le point essentiel, c'est que ces résidences d'artistes ne sont pas dédiées que aux profs d'art ou d'art plastique ou d'éducation artistique. Toutes les disciplines, on peut parler de vie et société, on peut parler de physique, de maths, d'histoire. Donc en fait, c'est les modalités d'apprentissage qui sont redéfinies. Et donc c'est vraiment le plaisir d'apprendre autrement. Et c'est aussi évidemment une grande plus-value pour les enseignants qui ont un œil externe, qui vient, donc il y a une grande concertation à mettre en place, hein, parce que ça doit s'inscrire dans le programme des enseignants. Et pour les enseignants, c'est un nouvel outil et c'est aussi, ça change leur regard sur les élèves. Ils sont plus uniquement en surplomb dans l'évaluation, ils découvrent et ils voient leurs élèves évoluer avec d'autres référents adultes. Et ça, c'est génial dans les expériences qu'on a, c'est génial pour tout le monde en fait.
Und das ist so, dass am fundamental 2 bis 3 Klassen können bei den Künstlerresidenzen mitmachen. Und am Liste sind da sogar mehr. Es muss ja noch kein fertiges Projekt herausliefern. Es geht wirklich um den Weg, wie gesagt, bis dahin. Also mehr Informationen über die sogenannten RAMs, die findet ihr dann noch bei der Fondation Sommer selber. Das ist www.fondation-sommer.lu. Und an dem Kontext ist dann den 27. und 21. März an der Maison des Sciences Humaines auf Beispiel war der Kolloque am Kontext von der RAMS überschrieben «L'éducation artistique et culturelle au prisme des résidences d'artistes en milieu scolaire et de l'enseignement des langues». Nadine Ippelding, für das der Türe Kolloque an wen richten sich? Also, ich sind eigentlich auch schon invité auf dem Kolloque, das heißt, ich will noch nicht. Denn der Spezialist ist so, mit das eigentlich, also es geht am Funk, geht es darum, die allgemein, was das ist die Residenzartist, das bringt das auch Beispiele natürlich, weil es ging an zum Beispiel in Frankreich, zum Beispiel ging das schon relativ lang, so Beispiele für Künstler, die an der Schule arbeiten. Und dann natürlich auch, was das einen Impact davon hat, was will man ein bisschen raus mit den Residenzen, oder hat das einen Impact auf die Schüler, die Chance haben, oder nicht, für eigentlich können wir einen Künstler am Anfang zu arbeiten. Oder für dem Menü zu kommen, weil man zu erleben, wie der kreative Prozess funktioniert. Wir hatten schon über den Impact Benefic gesprochen, ob kann man auch die jungen Menschen den Impact Benefic von Musik machen. Was bringt das dann, kann man Jungen, wenn sie am Kader von ihrer Schulzeit Kultur erleben? Also zum Beispiel an eine Ausstellung gehen, an den Theater oder Ballet gucken. Ich meine, da weitert, egal wie hier ein Horizont, das ist einfach auch das, was man größtenteils an der Schule will erreichen. Dass sie was für Möglichkeiten auf der Welt gibt, was alles vielleicht gibt, was sie noch nicht kennen. Auch mal denken, ja, mir hat wieder gesagt, hast du gesagt, noch mal etwas, da wird man einem Kunst wie konfrontiert, was einem nächsten Blick überhaupt nicht gefällt oder wo du nicht weißt, was den soll du mal aufhängen. Da Titan ist vielleicht auch etwas, wo einst du in ein kaltes Wasser gehst, geht aber an eine Welt antaucht, die noch nie gesehen und die ihr gar nicht kennt. Aber wie weiß, vielleicht irgendwann ein mehr oft dahin, weil deinem aber gut gefallen hat, dann du mal da konfrontiert gehen. Also ich denke, da ist etwas, was das Ganze bringt, eben einfach einen Horizont zu erweitern, an eben Kultur nicht als ein Elitär nicht durchzustellen. Also das genieße. Mit Linda Bonvini für Rousseau, dass hier ein Theater anfangen, das ganz schön, ein ganz flott Zitat von effektiv, die Kultur ist für uns alle gut, und wir können alle gut partizipativ daran teilholen, wir können alle gut Konzerte lauschen gehen, und wir sollen uns das auch bewusst sein, der Ausstellung gucken gehen. Und ich meine, das ist effektiv ein guter Weg für den Kanner-Jungen, das Mino zu bringen. Was wäre da den Benefiz davon, wenn Junker und Kanner wirklich für konsequent mit Kultur in Verbindung gehen, nach den Jöppelding? Also ich meine, wir haben relativ viel schon so an unseren Runden verschiedene Sachen nur geschwärt. Es geht erstens mal darum, also die Basis schon mal, also Grundrecht. Wir müssen schon mal gucken, dass Schüttverein hohe Trash auf kulturelle Partizipation und nicht das am Fung als alle Guten als Responsabilität, dass auch alle Kant damit in Kontakt kommt. Du fängst schon mal an, das ist schon mal das Leben von einem Grundrecht. Dann haben wir viele von der Geschwätter sehen, dass es einen Platz braucht, wo es darum geht, dass sie sich selber kann sehen. Ich meine effektiv, dass es der Platz ganz wenig in unserer Gesellschaft gut. Und die Schule ist nicht unbedingt ein Platz. Und zumal bei Jungen, die kreieren sich auch ein bisschen vis-à-vis von dem anderen. Also den Druck könnte nicht unbedingt nicht mehr von der Schule, aber die können doch einfach von ihrem Kontext und weiter und so fort. Das ist schon ganz schwierig, für so einen Platz zu schaffen. An der Kultur, also meine Erfahrung vom Terrain, von den vier Runden, ist ganz oft, dass man in Lo eine Gruppe Schüler hält, die stellt die für eine zeitgenössische Kunst, dass sie bemol die eigentlich die besten Punkte haben, die vielleicht die ein bisschen einen besseren Background haben, das sind auch die am schwierigsten dienen, mit dem, was sie gerade gesehen haben. Und sind eben gerade die bisschen schon wirklich nicht zu verlieren haben, die sich lancieren und die am Anfang mehr rankommen. Also an der zeitgenössischen Kunst sind Präparatoriesklassen als einfach als genial. Also das funktioniert immens gut, weil die sind natürlich, die sind schon was da. Und dann, sie kommen aber
viel mehr sehr nach dran, weil es manchmal noch mal nach Hürden am Fong hund, wo sie sich sagen, ja, nur so ein Schenk dumme Teil. Und wenn die Jungführer etwas stellt, wo am Fong Käf und jene wirklich etwas kann da mal durchfangen, dann geht das ein bisschen tabula rasa. Dann da gehen Fürfel, gehen ein bisschen neu gemischt und das ist schon immens interessant. Und du merkst dann noch effektiv, dass gerade verschiedene Rausstürchen, die vielleicht man hat gute Punkte nun, respektive an der Schule vielleicht ein bisschen mit dieser Gräbel abfallen, die aber bemol zu stehen irgendwie ein bisschen in anderen Dingen fanden, in einer Kompetenz von, oder merken, dass verschiedene Kompetenzen, die sie gut nicht wussten. Aber was interessant ist, wenn sie dann wirklich auch an die Position stellt, wo ihn sie dort das ein bisschen auf wieder fasse, was du gesehen hast, für was sie es gut fanden, respektive was sie nicht gut fanden, das ist auch ganz, ganz interessant, ein Exercice von sie, bis sie merken, dass ihnen hinten nur lauscht. Und das ist etwas, was die Kultur relativ gut kann, weil du gehst ja darum, die Kultur ist das erste aus der Generation und zweitens aus den Delen. An das Delen ist eigentlich ein immens wichtiger Aspekt, und auch die Ruhe, weil das einfach ein bisschen, also die Kultur ist für mich immer ein bisschen, ich denke, vielleicht auch für all die an der Kultur in der Wesen, ein bisschen so ein Safe Space. Und der braucht man den Menschen ein bisschen mehr. Also so knapp für eine halbe Feier hat er schon ganz viel gesagt, weil ich das schon als Konklusion mitwählen, das ist Kultur als Grundrecht, Kultur auszuleben, sich auch trauen, eben das auszuleben. Heißt das dann für aufzuschließen, dass man mehr Kultur an der Schule brauchen und dass Kultur vielleicht auch eng von den Aufgaben aus von der Schule. Nach den Eppeldingen schlussen irgendwann mal wäsche, ich fange nur mit dem Mann euch an. Ja, ich meine, an der Schule mehr eben noch drüber wäsche, also wir sind alle, dass wir haben das schon viel gesagt, irgendwo kommen wir alle zusammen an der Schule. Das heißt, da muss es schon seinen Platz haben. Wir sind uns ja eins, dass das Kultur als Delen, wie gerade gesagt, Kultur als das, was uns Gesellschaft ausmischt. Kultur hat mit Identität zu dienen. Hat mit der Schule zu dienen. Wir haben auch mit viel mehr an die anderen froh, als war das Troll von der Kanner. Auch als Kulturschaffenden, aber was kontribuieren Sie zu der Kultur, an der wir alle leben? Mm-hmm. Bob Minnert, auch von der Schnau Schlusswort. Ja, Kultur steht an jeder Ecke von uns dran. Kultur entsteht immer direkt, wo Menschen bei uns kommen. Wir schwätzen noch von Kulturen, in diesem Fall waren es Kreativdisziplinen. Kultur ist etwas Urmenschliches. Jeder von uns kann Künstlerin oder Künstler sein. Jeder von uns ist musikalisch. Wir meinen noch, wir wären das nicht. Wir waren, wie wir klein waren, alle gut. Ganz extrem musikalisch. In Deutsch, Bildungsforscherin Donata Elschbrüch hat gesagt, nicht musikalisch zu sein, ist erlernt. Mhm. Das ist am Anfang etwas, was vielleicht viele Leute draußen sich vielleicht nur mal identifizieren. Wir sollen uns trauen, das zu machen, das rauszulassen, weil es steht dann erst dran. Voilà. Nathalie Meyer. Ja, also für mich ist es ganz klar, auch vom Kapnis auch an den Körper zurückzugehen und da den Kunst überall kann gesehen und wenn ihn einfach kreativ durch die Liebe geht, dann kommen die Sachen auch mal ob ihn durch und da den einfach so kreativ sein. Kultur an der Schule, ein Kunst für sich, das war die Überschrift von diesem Webinar heute mit den Schmengen Feier. Bitte vielmals merci für das ganz sympathische und interessante Diskussion. Erst da draußen, merci für das Mitmachen. An meinem Kollegen Piet Walti, da oben, ein dicker Pardon für die dick Minute, bald 2 Minuten Retard. Es geht weiter mit Piet Walti an der Emission de Nometisch. Merci für Ihr Gut. Dann so ich dann noch schon mal vielmals merci und Natascha, dann drücken Sie groß dazu, was in 2 Minuten verspricht.